Habt ihr was getrunken, dass ihr nicht mal dehydrieren könnt? Oh. Jetzt, eure Gruppen finden sich jetzt wieder so zusammen. Wir haben noch eine Übung mit den Reifen. Und danach machen wir nochmal ein lockeres Auflauftraining. Und das soll es denn für heute gewesen sein. Jawohl, Herr Kaufs. Du machst aber ernst, ne? Wenn sie sich sträflich verhalten und man kriegt Hinweise, wir müssten mal wieder Sport machen, das Wochenende war zu hart. Wenn wer danach bettelt, bekommt es. Du hast mir vorhin noch erzählt, warum wir das jetzt eigentlich jetzt in diesen Termin gewählt haben. Wie kommt das denn zustande? Ja, also es gibt ja den regulären Sportdienst, den macht aber vermehrt eigentlich nur das Atemschutz-Notfallteam. Aber wenn wir sogenannte Schiedswochen haben, Schiedswoche? Ja, böse Wochen, wo wir, sag ich mal, gefeiert haben. Wir haben jetzt eine Silberhochzeit am Wochenende gehabt. Martin Erche nochmal und so, Glückwunsch. Und meine Frau hatte noch einmal am Samstag Geburtstag, auch nochmal Glückwunsch. Auch nochmal. Das heißt, wir haben viel gegessen, viel getrunken und auch davon ganz viele ungesunde Sachen. Und wir haben halt drei Kameraden, die immer darauf achten, dass wir quasi danach Sport tun, um das Ganze wieder ein bisschen abzutrainieren. Natürlich der Vorteil, dass wir, wie gesagt, unsere Grenzen untereinander alle kennen, sportlich gesehen, um auch zu wissen, auch im Einsatz, wo sind bei demjenigen die Grenzen, wo halt nicht. Und der nächste Benefit, weil es ja immer heißt, wir Feuerwehrleute trinken nur, wenn wir dann durch den Ort laufen mit unseren Atemschutzgeräten oder wir in der Sporthose hier irgendwie Tischtennis spielen bzw. mit der Bratpfanne Tennis spielen, dann sieht das Dorf auch gleich, die Feuerwehr hält sich fit, sie tut was. Und ich denke, das ist auch eine gute Auswirkung für uns, wie gesagt, wir erkennen unsere Grenzen. Und wir wissen schon bei einer Feier, in den komischen nächsten drei oder auch vier Tage, wenn dann auf einmal die Glocke läutet, wir müssen wir zum Sport gießen. Und wer sich da nicht hält, der bereut das meistens. Aber das heißt aber auch, ihr macht, abgesehen von diesem Training, ihr macht auch anderen Training. Das heißt, ihr geht wirklich mit dem Gerät nochmal joggen durchs Dorf. Joggen durchs Dorf. Und, aber mit Maske auch. Und so. Mit Maske, dann werden manchmal Brötchen bestellt, um einfach auch die Sprache unter einer Maske zu trainieren. Weil wenn du Sprechgarnituren oder sowas, dann musst du halt auch das Sprechen, damit man das auch hört. Oder auch gerade unter den CSA, wenn wir hier unsere CSA-Trainings machen, für die Stadtfeuerwehr ist es halt so, dass wir auch eine Sprachübung machen. Mega. Und das kann man natürlich verbinden, dass man vor beim Fleischer Matt holt, beziehungsweise die andere Truppe holt Brötchen und die kennen das hier im Dorf, die gucken auch nicht mehr komisch, also das kennen die alle. Von das ist ja witzig, also das habe ich auch noch gar nicht gehört, aber eine witzige Idee, diese schon wieder gespeichert. Das sind die Vereine, die ich gesucht habe. Ich will dich aber nicht lange, ich will dir keine Pause schenken, weiter geht's. Er ist Kumpel. Die Reifen werden bei dieser Übung durch Kippen bis hinter die Linie befördert und wieder zurück. Ihr wisst, worum es geht bei der Übung, wir haben ja ein Motto bei der Feuerwehr und dieses Motto lautet: Einer für alle! Seid ihr schon fertig? Ich will es auch mal gucken. Oh, krieg gleich wieder einen Hacker, ich lasse es lieber. Aber du schaffst ja schon. Schon lange werde ich. Mann, haben wir das gerissen, oder?
war so, wie es sein sollte. Einer für alle, alle für einen. Und nur so habt ihr euer Ziel geschafft. Mein Respekt. Trinkt was, Feierabend für euch. Ende. Doch, dann lass uns auch noch bedanken für den Dienst. Wir bedanken uns beim dreifachen Gewehr und unserem Fitnesscoach für heute, Walzer. Ja, genau. Wie geht's dir, Fahrt? Der Nils hat recht. Wir müssen uns für die nette Bestrafung bedanken. Vielen Dank, Thorsten Otto. Wir danken uns nach guter alter Tradition mit einem Laufen. Ja! 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 Trinken, weggetrunken. So, Stefan, du bist ja, ich glaube, einer der bekanntesten AGT in Gotzorn, sag ich mal. Weiß ich. Aber du bist auch ANT, ne? Ich bin auch ANT, ja. Topfit. Ja. Hoffentlich. Und? Es geht. Also die Warme sind nicht geworden schon wieder, ne? Ja, ein bisschen waren es schon. Das nicht aber den Klamotten, aber geht noch was. Also ein T-Shirt kann wieder in den Schrank lassen. Nee, das ist. Das wollen wir auch nicht. Nee, gibt es irgendwas, was du jemandem empfehlen kannst, wer AGT ist? Was er vielleicht machen soll, wie er fit bleiben kann, vielleicht Ängste nehmen. Ängste nehmen grundsätzlich. Leute, ihr seid, müsst immer dabei bleiben, das, was ihr euch zutraut, das macht ihr auch nur. Wenn ihr merkt, ihr geht irgendwo rein. Und es wird, ihr fühlt euch unwohl, dann sagt es eurem Mann oder dem Führer. Nur so seid ihr stark. Ihr müsst zusammen rein und ihr müsst zusammen raus. Genau. Und was Fitness angeht, ja, vielleicht mal ein bisschen laufen oder auch nicht. Die einen oder anderen arbeiten ja sowieso handwerklich. Dementsprechend ist ja da ein bisschen körperliche Fitness da. Und die, die halt so wie ich nur im Büro sitzen, vielleicht auch mal um den Schreibtisch rumgehen. Aber das reicht auch. Nicht zu viel. Kaffeemaschine. Kaffeemaschine weiter wegstellen. Dann ist man gezwungen, mehr zu laufen. Nein, aber. Aber schaffen kann es jeder, ne? Ich sag mal. Schaffen kann es jeder, grundsätzlich von nichts Angst haben. Vielleicht mal vorher auch gucken, Maske mal aufsetzen, gucken, wie ist das vom Sichtfeld her. Nicht für jeden ist das auch unbedingt was. Es ist, manchmal ist es, anderen, es ist halt beschränkt und der eine und andere fühlt sich dann da nicht drunter wohl. Das Beklemmungsgefühl, genau. Ne? Irgendwie Platzangst. Ne? Das Gewicht, man nicht da gewöhnt man sich dran mit der Zeit. Das kann jeder. Hat man ja auch gesehen, man ja alles Mögliche, jung, alt, fährt mit durch hier. Super. Sehr schön. Stefan, danke dir. Das ist wie. So. Wollen wir noch was? Oder wollten wir noch mal schnackeln? Oder? Schnack dir wie. Hallo. Wer ist denn da alles? Oh, David ist auch da. Moin. Wir sollen dich von Dennis grüßen. Wir sind soweit. Jo. Mega. André, so. Also, vielen Dank nochmal, dass wir jetzt hier sein durften, dass du uns mal gezeigt hast, was ihr so nebenbei noch treibt. Ich glaube nicht, dass es jeder weiß, was noch dazu gehört, auch AGT zu sein. Ja, viel Sport, Fitness sein, ne? Fitness sein, immer gesund leben, gesund denken und ja, immer ganz viel. Ja, okay. Das hört sich wirklich gut an, aber ist die Wahrheit. Mir geht es ja auch um die Kameradschaft. Das heißt, wenn ihr ins Feuer reingeht und wieder rauskommt, wollt ihr ja, das geht ja nur gemeinsam, ne? Da kann ja nicht einer alleine was machen oder ihr müsst euch aufeinander verlassen können. Das ist das, was ich das ja bei dir voraussetze, weil du Feuerwehrmann bist und da Kunde ja vielleicht zuguckt nicht. Wir gehen immer truppweise vor, immer zu zweit, ne? Und unser Ziel ist halt, wenn wir zusammen reingehen, dass wir auch zusammen rausgehen. Genauso ist es im Einsatz, es sind nicht alle Atemschutzgeräteträger. Wir fahren zusammen mit neuen Leuten auf dem Auto raus und wollen mit neuen Leuten natürlich auch heile wieder nach Hause kommen. Und das natürlich auch mit aufräumen, weil vor dem Einsatz ist nach dem Einsatz. Das heißt, das Fahrzeug muss wieder einsatzbereit gehalten werden. Das heißt, wir räumen alle zusammen auf, wir putzen alle wieder zusammen. Und erst wenn das Fahrzeug fertig im Stall steht und wieder einsatzbereit sind, dann geht es doch mal an die Cola, an das Gespräch danach und dann ist auch erst Feierabend. Also wieder, man merkt bei euch das Familienfeeling, dafür schönen Dank. Ja. Es ist nicht gestellt, es ist wirklich so, ich kenne die Feuerwehr ja noch mal ein bisschen, wer das schon weiß. Aber wie gesagt, dafür schönen Dank, also eine super Truppe. Kann ich nur dir nochmal einen Kameradstempel aufdrücken, super Danke. Geile Truppe. Musst du bei jedem machen, weil wir tun ja alle tun was dafür. Nicht ein Einzelner, sondern wir alle tun was. Ja, wir alle. Hab stellvertretend, dass du es jetzt für alle kriegst, weil du bist ja der Stellvertreter. Okay. Okay, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Wollt ihr mal jetzt live einen Moonwalk sehen? Ja. Achtung. Ja. Achtung. Dennis, Masterzocker, grüß dich. Ja, genau. Wir haben den Sport. Oh Mann, bin ich kaputt. Das war eine Sporteinheit. Zugucken kann ganz schön anstrengend sein. Ja, du bist ja immer hin und her gelaufen. Ja, aber so, wenn ihr jetzt mal jemanden gesehen. Anstrengend. Ja, das täuscht nämlich. Und wir sind jetzt hier nämlich gerade auf Instagram live und da ist der Kameramann, der gerade filmt, wie wieder online sind. Wollt ihr das mal sehen? Zeig ich das mal. Wie wechselt man das über den? Zack. Guck mal, wer da ist. Ne? Damit ihr seht, alle, die es gerade zugucken, ihr kommt ganz groß raus.
So sieht's aus. Moritz, du hast die Haare schön. Ja, nee, habe ich überhaupt nicht. Ich sehe heute richtig aus wie geleckt. Nee, was auch ganz toll ist, wir haben ja auch den, der NDR ist auch, darf ich das sagen? Ja, habe ich auch schon gesagt. Wir müssen wahrscheinlich ja ein bisschen leiser sein. Die haben gefragt, wo sie uns mitnehmen. Was wir also treiben.